Ja, hi und willkommen zu einem neuen Part von Neck 2. Wir sind immer noch 5,25 Meter groß. Was ziemlich groß ist. Ich meine, wir müssen uns einfach mal anschauen, wie groß wir sind. Das ist unglaublich. Und die können uns echt nerven mit den Sonnenstrahlen. Außerdem, hier oben ist doch was, oder? Ich meine, seht ihr auch da oben das Leuchten? Aber wir kommen hier irgendwie nicht hin. Ja. Aber wir sind schon ziemlich groß. Ich meine, wenn wir einfach so irgendwelche Stände zerstören können, dann haben wir eine ziemlich Größe erreicht, würde ich sagen. Und einen Moment schnell, ich habe wieder mal vergessen, den Timer anzustellen. Sollte aber jetzt ja nicht mehr so viel schaden, weil wir jetzt nicht so auf die Zeit angewiesen sind. Ja. Will ich sie wahrscheinlich nicht so eine Überlänge haben. Au. Und warum zielt Neck auf die... da oben? Also auf die Winzlinge da, die keinen stören irgendwie. Es ist eigentlich aber fast schon ein bisschen gemein. Ich meine, viele haben was gemacht und ich meine, die Kobolde tun ja jetzt nämlich auch noch nerven. Aber viele Kobolde haben gar nichts gemacht, flüchten jetzt einfach und Neck tut trotzdem deren ihren Lebensraum zerstören. Da hinten hat sich noch einen versteckt. Ich meine natürlich, ich tue jetzt auch gerade deren ihren Lebensraum zerstören, aber ja, ich bin halt Neck. Und wir kommen hier echt nicht mehr rein ohne das. Ich meine, wir sind fast 6 Meter und das ist viel. Ich glaube, das sollten wir als Deckung behalten. Noch kurz gucken. Nein, das ist kein Geheimraum. Hätte ja sein können. Und da sehe ich aber einen Geheimraum. Das ist echt unglaublich, wie groß wir sind, finde ich. Ja, da müssen wir schnell sein. Dann lassen wir es erstmal runterfahren. Können wir da überhaupt rausspringen? Nein. Dann werden wir es nämlich jetzt. So, jetzt sind wir nämlich da. Und da ist noch Elektroenergie. Okay. Von mir aus. Okay, so schwer war das Versteck jetzt nicht. Also, ich verstehe es irgendwie. Ja, und... So, die sind auch kein Problem mehr eigentlich für uns. Ich glaube aber irgendwie, wir haben schon wieder den ersten Geheimraum verpasst. Nein, haben wir nicht, oder? Kann sein. Jetzt mal gucken, ob das der erste ist oder der zweite. Ja, nehmen wir halt wieder Aqua gelegt, hatten noch die. Und ist der erste, gut. Wow, wir sind also echt groß. Ich meine, schaut euch mal den Unterschied also an. Wir sind jetzt schon über 6 Meter groß. Schaut euch mal den Unterschied an. Erstmal, wie Neck da verfällt, das ist übelst cool. Aber schaut mal, übelst klein. Und dann übelst groß. Also, es ist wow. Ah, da sind ja auch noch welche da vorne. Ja, bei denen haben wir jetzt ordentlich Sonnenstein-Dings verloren. Leider. Leider. Können wir da durch als kleiner Neck? Rein theoretisch eigentlich ja, aber von mir aus dann halt nicht. Da müssen wir eher als kleiner Neck durch, um dann hier oben so wieder total gut angreifen können. Und da ist das sicher irgendwas.
Wieder nur Relikte, so ein Reliktstein. Ich habe übrigens mal gelesen, dass die Reliktsteine heißen, also deswegen nenne ich die so. Seit neuestem. Ja, und das Teil bricht auch schon unter unserem Gewicht ein. Und wow, also da ist jetzt eine ziemliche... ziemliche Invasion, also Verteidigung gegen mich. Geht's noch? Ich versuche mal so ein bisschen zu graben, aber geht anscheinend nicht. Also müssen wir die... Ich glaube übrigens, da ist ein Geheimgang, weil es bietet sich gut an, weil mir hier ziemlich hektisch sein wird. Ja, übrigens, ja, ich weiß, dass ich überall Geheimgänge vermute. Jetzt versuchen wir das mal zu kontern. Oder? Okay, hat nicht so gut geklappt. Aber jetzt werden sie eh passieren. So. Das nochmal Relikte. Irgendwie habe ich langsam wirklich das Gefühl, wir haben Bosskampf. Ich meine, wir waren zwar schon mal so groß, aber wir bereiten uns halt echt ziemlich vor. So wie wir. Also man könnte es echt so eine Vorbereitung nennen. Ja, jetzt haut er ab, gell? Jetzt, wo er merkt, dass er angreifbar ist. Habe ich den da wirklich? Okay, nein. Das wäre ein bisschen arg heftig gewesen, hätte ich den einfach nur durch diese Körperattacke schon Rüstung und alles zerstört. So, aber das... Da müssen wir jetzt rein. Das also, wird dieser Kerl auf jeden Fall bereuen. Also ich denke schon, dass wir jetzt gegen ihn kämpfen. Und irgendwie klappt das nicht so wie in dieser anderen Szene da. Als merkt er einfach auf, so gesprungen ist und danach die alle eliminiert hat. Im echten Leben ist es ein bisschen anders. Also halt im echten Spiel so. Und hinten ist echt nichts. Okay. Moment. Kann es vielleicht sein? Ich sehe das vielleicht, wenn man das ganz runterdrückt, dass da vielleicht irgendwas ist. Nicht. Hätte sich mal wieder gut angeboten, meiner Meinung nach. Hier auch nicht. Okay, wir werden auch fast schon von der Dings gedrängt, weil wir so groß sind. Aber ich glaube, ich weiß, wo was ist. Nämlich dafür müssen wir jetzt ganz hochdrehen lassen. Ah, das ist nicht mal... falscher Weg. Okay, dann glaube ich doch nicht, dass da was ist. Ich dachte, es wäre so ein geheimer Weg. Gibt's ja manchmal. Oder Moment. Nee, in den Fenstern ist auch nichts. So, das sieht doch aus wie eine Battle Stage, findet ihr nicht auch? Ja, gegen normale Gegner. Also gegen antike Waffen. Mal wieder. Wir fahren also die schweren Geschütze auf. Au. Wow, Achtung. Au.
Achtung. So. Die sind schon mal eliminiert. So, und wir haben jetzt da wieder eine Reliktenergie. Wir können noch das da. Also noch die schnelle Abwehrerholung erlernen. Und dann können wir, haben wir die Qual der Wahl. Weg der Fähigkeit. Wow, toller Titel. Mal sehen, was da so hat. Höhere Angriffsgeschwindigkeit, Tackling, Angriffsgeschwindigkeit, Angriff, Drehschlag, höhere Angriffsgeschwindigkeit, Drehtritt. Aber, und was ist das denn? Bessere Parierfähigkeit. Erhöht deutlich Schaden, ein Treffer durch solche. Okay, das hört sich auch ziemlich gut an. Ich glaube, wir nehmen das. Also erstmal, ich glaube, wir machen es halt wirklich jetzt immer so. Erstmal jetzt versuchen, diese finale Waffe. Wow, die haben uns ziemlich schrumpfen lassen. Erstmal versuchen, die finale Fähigkeit zu erlernen. Und dann erst neue machen. Fast ja eh durch meinen Vorprozieren. Also eignet sich eh gut wegen dem. So. Ja, ich meine. Ich meine, ihr seht, wie stark wir sind. Sündelpunkt gleich, dass ich immer so abrupt abbreche, aber ich musste halt wirklich mich konzentrieren, weil ich nicht sterben will. Ist da hinten irgendwas? Nein, okay. Dann gehen wir jetzt da durch. Okay, und kommen da so raus. Cool. Oh, so ein Aufmarsch, aber was ist das? Weil da gab es noch einen Weg. Einfach nur Reliktenergie, okay. Noch so ein bisschen Sonnensteine. Okay, das war's dann anscheinend, okay. Ah, da gab es einen einen Superstein. Wusste ich gar nicht. So, jetzt sollten die doch alle besiegt sein, oder? Wo geht's denn jetzt weiter? Okay, da hinten, aber hat's vielleicht da noch irgendwas? Dort schon mal nicht. Und da? Da auch nicht, okay. Dann würde ich sagen, gehen wir mal hier hoch. Da können wir auch nichts machen, oder? Nee. Aber habt ihr gesehen, die sind jetzt schon 7,5 Meter groß. Das ist verdammt groß. Also ich finde echt diese Meteranzeige auch cool. Sind deine Truppen bereit, ihn zu empfangen? Wie befohlen versammelt. Erhabener. Siehst du, ist doch gar nicht so schwer. Unglaublich, dass der Hohe Rat dich zum Ältesten gemacht hat. Ich war als Nächster an der Reihe. Du bist kein Hochkobold, Gundahar. Das ist Wahnsinn. Von wem hast du wohl diese Waffen? Oder deinen Anzug? Meine Vorfahren bauten diese Maschinen, nicht deine. Ach, du hast 2 Jahrhunderte im Schatten gelauert. Der einzige Grund, warum die Hochkobolde sich an den Menschen rächen können, bin ich. Aufgepasst, da kommt er. Feuer! Wow. Was ist das für ein Bombardement? Ich würde sagen, hier sollten wir schon mal nicht stehen.
Achtung. Achtung, wir sind da ziemlich immer ziemlich kritisch da. Weil das ist echt nervig mit dem mit diesem Bombardement. Okay, der ist auch besiegt und der sollte jetzt auch gleich. Gut. Okay. Sind alle besiegt. Ah, das sind ja noch. Stimmt. Wie heißen sie nochmal? Ich weiß nicht mehr. Ryder auf jeden Fall. Ist der eigentlich von, ja. Oh. So eine Art Stealth-Mission, oder? Ja, okay, also. Wir sollten. Ich habe es mal ausprobiert, weil. Kann es sein. Habt ihr gesehen? Habt ihr gesehen, wie klein unsere die Relikte da sind? Weil sie. Ja. So, auf jeden Fall müssen wir jetzt da achten, dass wir nicht gesehen werden. Unglaublich, dass es so eine Stealth-Mission überhaupt gibt. Und den einen Schatz haben wir wieder verpasst, leider. Ja, aber wir machen, kommen, glaube ich, gut durch. Ich möchte noch wissen, was da hinten ist. Danke, Kamera, dass du so... Da ist nämlich, glaube ich, ein Geheimgang. Gut, wir haben es gerade noch so reingeschafft, weil wir, ich glaube, wir konnten da gar nicht warten, bis der weggeht. Deswegen mussten wir es so machen. Ja, aber ich glaube, für ein Aquarelikt hat sich irgendwie nicht gelohnt. Besonders, wir konnten auch nur Aquarelikte auswählen. Ist strange. Ich finde es übrigens doof, dass da die Kamera so komisch hingeht, weil da sieht man gar nichts. Aber okay, wir sind anscheinend da eh sicher. Und wir sind wieder 7 Meter groß. Gut. Ein Panzer. Oho. Au. Hallo, ich kam da nicht weg. Ah, gut. So. Oh, was? Was? Wir können ihn aufsammeln, wie geil. So. Der Panzer bekommt ihn gerade ab. Und du bekommst den Panzer ab. Okay, ich glaube, wir werden sogar noch größer. Ja, jetzt sind wir schon 8 Meter groß. Das ist echt heftig. Und jetzt können wir sogar schon so ganze Teile verschieben. Warum auch immer wir die verschieben können. Ich würde sagen, erstmal dahin. Da passt auch irgendwie hin. Da war noch Sonnenstein. Und hier ist, glaube ich, nichts. Ja, Leute, aber... ich glaube, es ist schon wieder Zeit. Deswegen, da ist noch der goldene Käfer. Den gibt es, glaube ich, manchmal in Leveln, vielleicht auch immer. Der gibt viel Reliktenergie auch so. Aber es ist schon wieder Zeit. Wir werden hier aufhören. Lasst ein Like da, falls ihr keinen Part mehr verpassen wollt. Und abonniert mich. Abonniert mich, falls ihr keinen Part mehr verpassen wollt. Und like den Part, falls er euch gefallen hat. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ciao.